Wie kann ich den Schlafbereich des Wohnmobils organisieren, sodass er Ankleidezimmer und gemütliches Nachtlager zugleich ist? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Episode von Einfach clever organisieren. In diesem Carado Reisemobil haben wir wieder wahnsinnig viel Stauraum im Schlafbereich. Und es ist auch wirklich kuschelig. Wir haben hier zwei Längseinzelbetten, die durch diesen Auszug zu einem großen Doppelbett umfunktioniert werden können. Und vor allen Dingen hier oben haben wir überall Stauraum. In den Dachstauschränken, aber auch hier in den offenen Regalen. Und hier unten gibt es sogar noch zwei weitere große Schränke für alle Kleidungsstücke der ganzen Familie. All diese Sachen müssen organisiert werden. Ich habe zum Beispiel noch ein kleines Kind, deswegen dürfen Windeln und Feuchttücher, all solche Dinge natürlich nicht fehlen. Und natürlich, wir brauchen ausreichend Wechselwäsche. Da kommt wirklich einiges zusammen. Und manche Sachen müssen natürlich auch gehangen werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Plätze ordentlich nutzen. Dafür habe ich euch wieder verschiedene Organiser mitgebracht. Zum Beispiel diese Box aus Stoff und mit einzelnen Fächern. Der ist super, um zum Beispiel Babystrampler, Socken, Unterwäsche unterzubringen oder aber auch kleine Accessoires, wie zum Beispiel Gürtel. Der Organiser passt perfekt oben in die Dachstauschränke und man hat wirklich alles griffbereit. Außerdem gibt es größere Kisten unten für die Schränke. Diese haben einen Deckel, damit wir nämlich noch eine zweite Kiste oben drauf stapeln können und somit die Höhe viel besser ausnutzen. Hier nutzen wir die vertikale Technik und falten unsere Sachen hier einfach rein. Beim Verstauen unserer Kleidung wollen wir mehrere Dinge erreichen. Erstens, wir wollen sie platzsparend verstauen. Zweitens, möglichst knitterfrei. Und drittens, sie sollte schnell und einfach erreichbar sein. Dafür eignet sich hervorragend das vertikale Falten und ich zeige euch ganz kurz, wie das funktioniert. Am besten schnappt ihr euch eine Kiste. Dort könnt ihr dann die Sachen aufeinander reinstapeln. Wenn ihr dann unterwegs seid, könnt ihr aus der Kiste ganz einfach die jeweilige Hose oder Kleidungsstück herausnehmen. Am besten eignen sich für die vertikale Faltmethode zum Beispiel Jeans, T-Shirts oder dünne Pullis. Das Wichtige dabei ist, dass ihr kleine, kompakte Pakete faltet, denn so passen sie perfekt in die Box rein und alles bleibt knitterfrei. Eine weitere Sache, die ganz viel Platz verbraucht, sind natürlich Schuhe. Deswegen packen wir die in eine Kiste, aber hochkant und auch immer abwechselnd, denn so verbrauchen sie viel weniger Platz. Und die können wir nämlich auch gleich ganz einfach da unten verstauen. Dort sind sie weg, aber wir haben sie trotzdem immer griffbereit. Für Dinge, die ihr hängen wollt, habe ich auch noch einen Tipp für euch. Falls ihr Kleidung zum Aufhängen habt, empfehle ich euch dünne Samtkleiderbügel. Ich liebe sie. Sie sind wirklich ein Gamechanger. Statt dicke Holzbügel zu haben oder andere, die einfach viel zu viel Platz wegnehmen, sind die viel platzsparender und die Sachen rutschen einfach nicht vom Bügel herunter. Und noch eine Ergänzung. Durch den Samtbezug machen sie auch während der Fahrt keine Geräusche. Oftmals tendiert man ja dazu, Sachen aufeinander zu stapeln, gerade bei Kleidung. Aber da kommt man einfach an die Sachen nicht so gut ran. Deswegen habe ich es mir irgendwie angewöhnt, die Sachen immer vertikal reinzustecken. Und das sieht einfach irgendwie gleich viel ordentlicher aus und ist viel leichter zum Handhaben. Vor allem Decken und Kissen nehmen im Wohnmobil immer unfassbar viel Platz weg. Aber dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich solche Vakuumbeutel. Die Decken packt ihr dort einfach rein und mit diesem kleinen Tool saugt ihr die ganze Luft raus und könnt es so viel platzsparender verstauen. So.
Was für ein Unterschied. Und so können wir die Decke perfekt in unserem Wohnmobil verstauen. Vor dem Schlafengehen benutze ich immer ganz gerne noch so ein paar Cremes und Öle für Fingernägel. Alles, was wir so als Frauen eben brauchen. Und hier fehlt mir so ein bisschen eine Möglichkeit, genau diese Sachen nämlich zu verstauen. Deswegen benutze ich diesen Hängeorganiser mit einem ganz einfachen Klebehaken. Den kann man dort ankleben, direkt an der Wand. Und man kann Sachen wie Schmuck, Kleinigkeiten oder auch mal ein Buch dort verstauen. Wir haben es uns hier jetzt schon richtig gemütlich gemacht. Ich selbst bin ja ein Fan von Materialmix. Das bedeutet, mixt ruhig einfach mal Farben und Texturen miteinander. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar solche batteriebetriebenen LED-Lichterketten. Die machen das Ganze nochmal besonders higgelig und die sind ganz einfach zu installieren. Und so habt ihr einen top organisierten und gemütlichen Schlafbereich. Wenn euch das Ergebnis gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen, denn es folgen weitere Tipps und Tricks zu den restlichen Bereichen im Wohnmobil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.